Es ist 22 Uhr. Ja, macht doch nichts. Ja, möchtest du. Ja, ein bisschen machen wir doch noch, oder? Wie du möchtest. Das liegt nicht an mir. Du müsstest nur mal Bescheid sagen. Haben wir jetzt Platz oder haben wir ja, noch? Ja, ein Platz ist noch. Rosa Reitergewand. Oh, Rosa Reitergewand. Moment. Nein. Moment. Nein. So viel Zeit nein. muss sein. Das ist ganz nein. klar, dass so viel Zeit sein muss. Nein. Ja. Nein. Was ist das denn eigentlich? Aha, besonders. Ja, schicki. Oh nein. Sehr schick. Na hier zum Beispiel sowas, das kann man dann bei Seiten, bei Zeiten. Ist jetzt haben wir wieder 20 von 20. Ja, ne? Jetzt ist wieder einer voll, ja. Aber wenn du, ich würde nichts jetzt kaputt machen, was Geld bringt. Ja, außer das hier, eins vielleicht. Ich habe Angst, dass wir noch eine Kiste finden. Nein, du kannst auch bei den Hüten gucken. Da kannst du doch auch. Bei den Hüten kannst du doch auch was kaputt machen, oder nicht? Hüte habe ich, glaube ich, nichts. Außer den hier. Ja, den, also, ja, den kann man zerstören, weil den werde ich im Leben nicht anziehen, also. Aber, weiß ich nicht, Handschuhe, ist da was mit Null? Handschuhe war auch noch einer mit Null. Nee, der 30. Oh, scheiße. Da hast du nichts mit Null. Achso, ne, ja, die sind... Ja gut, wir machen das nächstes Mal so. Diese Mütze, ich hoffe, die auf jeden Fall bald... sieht er mit dem rosa Gewand sehr feminin aus. Sehr viel, ja, wir sind ja auch hin. Wo führt sie wohl hin? Ja, das ist scheißegal. Wir wollen da nicht Revelio. Hin. So, jetzt gehen wir schön da rein. La, 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 la. Das war's. Los, rein da jetzt. Athenium. Oh oh, ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Ich glaube auch nicht. So, wir sehen uns wieder, wann? Das gefällt mir. Ja, sie hat was Rosanes bekommen. Ich kann es auch kaum glauben, Locke. Etwas Tipptopp ist in jedem Spiel, vermutlich. Auf zum Tuckenball. Revelio. Du musst wahrscheinlich die Brücke reparieren. Jetzt brauchst du doch Reparo. Jetzt brauchst du doch Reparo. Ja, ich denke auch. Oh. Ja. Also, was ist das? Ne? Ah, ich muss die Ruhe dort drüben erwecken. Ach doch nicht, siehst du. Also ihr habt schon gehört, da sie sich jetzt nicht richtig ausgedrückt hat, ihr habt schon gehört, sie wird weiter. Vermutlich. L1. Nee, das war ja klar. Das sind Wachen. Hui. Ich will den. Wo kommt der denn her? Oh. Chit. Ey, hallo? Ja, danke. Deine Reise ist beendet. Nee. Das war ja klar. Das sind Wachen. Ich bin auf jeden Fall drei Stück drauf. Ey, die kommt jetzt so schnell, ja. Ja.
Was ist das hier? Kann man das einsammeln? Okay. R1. Ja toll, sagst du mir jetzt? Der schlägt mich an. Da ist noch einer rechts, das weißt du, ne? Ah, da. Diese verdammte Bummel schwingt einfach auf. Achtung! Oh. Also, okay. Dann ist es ein... Kannst du verheerende Angriffe entfesseln? Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln. Okay, mit L1 und R1, was? Wenn du die Aufforderung über dem Kopf deines Gegners siehst. Guck mal, da ist noch alte Magie, das die hier rumliegt. Jetzt nicht mehr. So. Revelio. Das ist eine Truhe? Nein. Portal. Oder was? Nee, ist nichts. Oh Gott. Ja, wir müssen halt üben, ne? Incendio. Das sind zwei Denkmal. Ja, ich weiß nicht. Warte, ich vergesse immer die verdammte. Protego! Stufe! Hast du mir nicht gestern erklärt, wenn das gelb ist, muss man dich schützen? Ja, hab ich doch gerade. Aber du musst auch. Du guckst wieder auf den Boden, ne? Ja, ich gucke auf die Kisten. Ach hier. Ja, warum auf die. Du musst da irgendwie. Hä? Willst du die jetzt ziehen oder was? Weiß ich nicht. Da ist bestimmt eine Brücke rüber. Eine Brücke? Oder irgendwas, oder es läuft darüber, dieses Ding bewegt sich darüber, wie auch immer. Da oben ist schon wieder was zum Dingsen. Ja, mach doch mal den da. Das ist das, warum du, ich sag mal, du guckst immer auf den Boden. Nee, ich wollte das Tor angucken. Ich hätte so Schiss, ne? Oh, wow, ich hoffe, wir haben Platz. Haben wir Platz? Nee. Mach auf die Truhe. Nee, ich guck erst nach. Wir haben keinen Platz. Ja, dann machen wir welchen. Bei den Schals könnte noch sein, dass da noch eine billiger ist. Der erste, dass der billig ist. Also, 30. Ja. Ich riskiere das jetzt einfach mal. War da noch was bei? Das war nicht billig, das war schon teurer. 60, 90, 60. 60. Du hast 80, du hast zwei Plätze frei. Silberne Brille, wegen einer silbernen Brille. Ja. Wegen einer silbernen Brille. Ja. Das beruhigt mich ungemein. Geht's da drüben auch noch irgendwo hin? Warte, warte. Der hat hier nichts irgendwie, ne? Nee. Okay. Okay. Ja.
So. Wenn es gelb. Oh, was? Ey. Und rennen. Scheiße. Kannst du mit dem anderen Dings noch weiterlaufen? Mit dem anderen Weg? Warte mal. Du bist doch mit dem anderen Weg bis zur Kiste gelaufen. Kannst du mit dem noch weiterlaufen? Nee, das geht nur bis zur... Geht nur bis dahin. Weiter nirgends. Okay. Aber so schnell bist du doch gar nicht. Das Problem ist, dass ich das da oben anzielen muss. Das kann ich ihm auch sehen. Lauf. Oh. Mann! Was denn? Aus. Wie guckt ihr das an, ja? Nicht? Kaffeemarsch! Hier scheint es weiterzugehen. Ich beiß gleich in die Tasse, ich sag's dir! Oh Gott. Oh, dankeschön, Philipp. Philipp kann dich nachfühlen. Warum machst du die kaputt? Keine Ahnung. Vielleicht hätten sie dir ja geholfen. Das Verhalten an. Und jetzt nochmal, oder was? Geht es wieder zurück und da vorne hin. Ah, guck mal, dann geht das nach da vorne hin. Dann ist der vordere Abschnitt. Geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Kühlen Kopf. Gute Idee. Keltisches Gewand. Der ist, taugt dir nichts, ist runter. Die Frage ist, ob wir jetzt schon wieder voll sind. Ja. Weil das ist ja. Aber das ist wirklich nicht viel. So ein 20, so eine Dinger ist ja echt nicht viel, ne? Nee, das ist wirklich wenig, ne? Ich glaube, dieses Problem mit dem Platz im Rucksack, ne? Das ist ein Problem in jedem 200. Spiel. Oh, 200. Cool. Ist es das, was wir anhaben? Ja. Legendär. Oh. Es ist rosa und legendär. Ich glaube, ich falle vom Glauben da ab. Kann, ne? Da siehst du mal. Es ist rosa und legendär. Kühler Kopf, nimm die Mütze ab. Ja. Du sollst einen kühlen Kopf bewahren, nimm die Mütze ab. Traditioneller Schulumhang, ach Gott. Ja, den können wir auch direkt platt machen eigentlich, weil ich will Platz haben, weil nicht, dass wir was nicht mitnehmen können, das wäre dann schon, ach Quatsch, ziemlich. Hat man irgendwie zu Hause eine Kiste, wo man das lagern kann? Nicht, dass ich wüsste. Also bisher glaube ich noch nicht, ne? So. Da, falsche Seite. Falsche Richtung. Stimmt. Diese Frau, ne? Oh je, 6 Stück. 7, 8. Und eine in der Mitte, 9. Oh Gott, kriegst du die überhaupt? Weiß ich nicht. Ja.
Scheiße. Weg, weg, weg. Ja, Moment, Moment. Oh, Alter! Was soll ich denn mit dem anderen hier? Wie kann ich denn so schnell wegspringen? Ja. Komm du schon, ich will Magie haben hier. Jawoll. Moment, ich muss erstmal hier. Brauch ja, genau. Ein bisschen Bewegung, ein bisschen Trank. Ins Feld. Protego. Jetzt bist du tranklos. Ja, das war's. Das kann ich noch. Also. Einer ist da, aber noch gleich. Ja, in der Mitte ist noch. Ich will das einsammeln. Warum kann ich das nicht? Kannst nicht, du bist voll, glaube ich. Das Zeug ist voll. Oh nein. Wo ist der? Weiter aus, glaube ich. Revelio. Es ist also doch ein Buch. Also ich werde auf jeden Fall mich mal noch mit der Puppe beschäftigen, weil, Ja. Okay. L1, R1, genau. Das ist nämlich jetzt, was ich vergessen habe. Ja. Ich wollte die Abkürzung nehmen, Kai. So, Kopf reinstecken, los. Ich will's sehen, los jetzt. Kopf hinein! Okay, wer sind die? Dumbledore? Weiß nicht, wer das ist. Hm. Schön. Ja, das ist ja mal schön, ne? Guck mal, die machen alles gut. Oh, wie cool. Cool, wie schön das aussieht, ne? Das Mädchen hat die gesehen. Ja. Das ist das Mädchen, das ist Weasley. Ja, das Sie ist... wollten mich sehen? Nee, Morgana. Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Das ist sie bestimmt, als sie klein war. Ja. Also. Professor Rookwood? Also. Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als 5. Klässler in Hogwarts an. Aha. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe sie alle sofort erkannt. Ich kann ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall.
Ich bin verwirrt. Was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenack. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. Aha, okay. Das ist cool. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Na, aber dieser Ranok, dieser Rockwood da ist doch da auch gewesen jetzt eben. Ja. Das ist doch eigentlich einer der Bösen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wer? Dieser Rockwood-Dingelskirchen. Ja, ja. Oder habe ich jetzt den Durchblick verloren? Nee, ich würde sagen, nee. Sebastian! Wo ist der jetzt? In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht! Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Vielleicht ein Vorfahre, das kann sein, Leute. Ja, das kann sein. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Du kleiner Kacker, ey. Ja, das ist natürlich Mist, ne? Jetzt stehen wir neben seine Schuld, ne? Aber sowas von. Wir stehen in dem seine Schuld, aber das ist okay, glaube ich. Ja, ich denke auch, dass das erstmal okay ist. Mist. Ja, was meinst du denn? Du musst dich unsichtbar machen, ne? Ja, ja. Ja, ich wollte mal kurz, also erstmal muss ich gleich mal kurz eine kleine Mädchen. Ja, dass du erstmal rauskommst, oder willst du da stehen bleiben? Nee. Ja, dann, oder bleib da stehen erstmal, mach dich unsichtbar und drück Pause. Geh in den Pausebildschirm so lange, jetzt. Drück Pause. Wie drückt man hier Pause? Escape. Oder das? Ui, ui, ui. So. Noch Inventar. Denk mal ein halbes Stündchen noch, ne? Bis um 11. Ja, ich würde auch sagen, bis um 11. Das Buch. Okay. Ich würde ja jetzt erstmal zusehen, dass ich da wegkomme. Ja. Aber denk dran, dass du diesen Zauber da machen musst. Ja, den muss ich erstmal da drauflegen. Ja. Obwohl da jetzt anscheinend wirklich gar keiner ist. Ja, aber draußen vor der Tür werden welche sein, denke ich mal. Du musst ja wieder raus, ne? Revelio. Ja. Die mit dem Auge. Ja, ich überlege nur, welchen ich jetzt mal... Du musst raus erstmal. Weil die mit der Feder raus kannst du auch machen. Ja, oder den, ne? So. Du hast den nicht angewandt, du bist nicht. Nee, noch nicht. Ja, ich weiß nicht. Revelio. Ich würde hier nicht so rumlaufen. Megatrank, oh, Mega toll. Power-Trank. Das ist. Gott sei Dank. Ich hab doch gerade eine Seite gesehen, ja, die habe ich auch gesehen.
So. Revelio. Wo ist sie? Wenn ich jetzt sage links von dir, drehst du dich nach rechts, oder? So. Da ist sie. Akio. So. Sehr schön. Ich hab da eben noch was gesehen. Was war das? Revelio. Okay. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Ah, okay. Du bist immer so direkt. Ja, nee. Revelio. So. Das muss er doch runter. Okay. Ach, guck mal, da ist so ein... Boah, diese Treppe. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ja. Ich freue mich, darin vorzukommen. Bist du jetzt in der normalen Bibliothek oder ist das hier noch? Ja, ich vermute mal, ne? Da ist noch eine Kiste auf dem Tisch. $48. Das Beste ist, dass wir jetzt da alles aufmachen können, wenn wir uns sowieso nochmal angucken müssen. So. Also diese Truhen mit dem Auge auch vor allen Dingen. Was ist das hier eigentlich? Oh, Nebenquest. Nein, jetzt nicht. Doch, ist wichtig. Wieso ist wichtig? Kann man annehmen, solche. Da ist nix, guck mal, das ist so ein Spiegelding. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Ach. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Okay. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Hm. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Links, Rest ist doch fast egal, wenn man weiß, komm bitte lang zu geht. Mir, falls ja, du über stimmt. Etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Also, annehmen war. Kannst du diese Nebendinger immer. Ah. Aber Lumos. Aber Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Weißt du warum? Wir hatten doch in der Stadt überall diese Dinger. Ja, ja. Finde den Ort, der auf den... Naja gut, aber jetzt machen wir erstmal... Den Ort müssen wir finden, okay. Ach Quatsch. Lumos. Das. Okay. Du hast jetzt aber den Ort, ne? Den, der auf dem Gemälde... Ja, ja. Willst du den finden? Oder? Wirklich? Ja, ja. Aber geh ruhig hin, ist egal. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Wir hören auch Doxy-Eier rein. Zaubertränke. Na gut, warte, das machen wir jetzt aber nicht. So, Aufträge, das, ne? Ja, wir sollen zu Professor Kick gehen. Ja. Wir gehen zu Professor Kick. Kick? Genau. So. Waren was haben Sie jetzt vor? So, okay, dann hallo. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, das machen wir auch noch.
aber nicht jetzt. So, also Raum. Moin. So. Ich hatte nämlich auch mal gehört, dass manche Nebenquests auch hilfreich für die Hauptquests sind, ne? Ja. Aber ob das genauso ist, weiß ich nicht. Ja, das war. Also doch auch. Du hast so immer noch den Weg gelernt, ne? Welchen? Zu Professor Fick. Nein. Weißt du den auswendig? Nein. Siehst du. Aber ich weiß, wo er nicht lang geht. Das ist ja toll. So. Okay. So, weiter Weg, ne? Naja, jetzt aber durch das Klassenzimmer. Blopulver da. So. Ach, ja. My friend. Warte, zurück. Ach so. Was steht hier mit warten? Ach so, Auftrag. Hä? Nee, ist ein Auftrag. Nee, das ist ein Auftrag. Dann lieber doch zu ihnen hin, oder? Ja, da ist doch er. Ach, das ist er. Okay. Ja, anscheinend ja. Gucken wir mal. Weiß ich auch nicht so genau. Wälzer und Widrigkeiten. Auftrag startet. Wer ist das denn? Dieser Ragnarok. Das kann nicht ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Nicht schon. Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Also frag auch ja, nicht. Gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Ja, dann schau es dir mal an. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, das ist schlecht. Ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Genau. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie Ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Warte mal kurz. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Natürlich. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zauber. Ja. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von ihnen lernen können. Gut.
Das muss ich vorlesen, das muss unbedingt. Guck mal, Level 9. Du bist schon 9 Jahre alt. Dafür, dass Andrina sonst immer einen Ehrenplatz im Selbsthilfeclub für Verpeilte und Verlaufen hat, macht sie ihre Sache hier sehr souverän. Ich will nicht sagen, dass dies zu denken geben sollte, aber das sollte Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Ja. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Nettie hatte gerade eine Eulenpost geschickt. Darin bittet sie dich im Dorf Hogsfield zu treffen. Karte öffnen. Das ist eine weitere Karte. Hogsmeade? Weltkarte. Oh Gott. Ach du Scheiße. Himmlische Scheiße. Hafen Hogsmeade, Region nördlich von Hogwarts. Okay. Wir sollen hin. Ein Dorf. Welches? Das hier, ne? Das ist, ja, jedes hat ein Haus. Oh, wie hieß das? Hogsfield, da musst du hin. Hogsfield. Da musst du hin. Lower Hogsfield. Handbuch verlassen. Da hast du 3 Truhen zu finden und eine. Aber da können wir so nicht hin, da müssen wir hinlaufen, denke ich. Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber ich denke mal, du kannst es anpeilen und dann zeigst du dir den Weg, vermutlich. Ja. Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Oh, erledigen noch. Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Ja, willst du jetzt erst Nadine machen oder erst Headcap? Jetzt machen wir mal Folgendes. Also wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Ja. Länger würde ich jetzt dann heute nicht machen. Dann gucken wir mal. Benötigte Stufe 4, benötigte Stufe 3. Wir sind Stufe 8. 9. Stufe 8. 9 sind wir schon. Expelliarmus. Ja, dann mach das. Das machen wir. Ja. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Ja, aber das wäre gut. Ich würde sagen, das machen wir noch und dann. Genau, Locke schreibt auch vielleicht erstmal den neuen Zauber lernen. Zauber, genau. Und dann würde ich sagen. Machen wir für heute Schluss, oder? Ich ja, weiß genau. Ob du. Und nein, können wir das ja reicht. Mal darüber reden, was wir jetzt dann. Das reicht. Wir haben früher angefangen und machen noch eine Stunde länger. Das finde ich schon mehr als genug. Du weißt, dass du dann irgendwann nachher wieder, ne, kraftlos bist. So, wieso zeigt er mir das denn nicht an, Mensch? Ist er markiert? Was ist das denn eigentlich? Ja, das machen wir noch. Das machen die, nee, das sind die Nebenquests, die behalten wir, das wird sich nicht. Ja, ja. So. Ja, die ist doch angewählt. So. Ja. Entgehe erfolgreich gegen den Angriff per Ausweichrolle. Ja, aber wo, Leute? Wir müssen da hin. Cat Weasel, dankeschön für deine 200 Bits, dankeschön. Dankeschön. Das muss belohnt werden, ja. Ja, das ist wirklich ihr Erfolg. So. Aber du weißt nicht, wo du hin musst, ne? Nee, ehrlich gesagt gerade nicht. Also ich habe das mir anzeigen lassen, aber Da ist ein Punkt. Wo? Guck mal auf der Karte unten. Links, du siehst es ja von. Da musst du irgendwo da hingehen, glaube ich, kann das sein. Das ist ja was anderes hier, ne? Das sind die Nebenquests, ne? Ja. Aber wie kommst du jetzt zu den Hauptquests? Das ist eine gute Frage. Wirke Incendio auf Gegner ab.
Erst wischen und wachsen und dann wutschen und wie. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Das ist jetzt irgendwie, das ist blöd, ne? Weil ich weiß jetzt nicht. Oder musst du jetzt da nochmal runter zu diesem Stäbedingsbums? Nein, das Rebellion. Incendio hast du schon gelernt, ne? Ich glaube. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, nee, aber das ist nicht das, was wir jetzt machen wollen. Hm? Bei den drei Stäben vielleicht? Was sind die drei? Also im Club meinst du? Ja, aber wo ist denn das? Ich ja, das ist gute Frage. Musst du wahrscheinlich auf der Karte gucken. Zeigt er mir jetzt nur eine Quest an. Kräuterkunde. Das. Er zeigt mir die an. Wieso zeigt er mir jetzt nur die an? Dann nimm die. Auftrag verfolgen, das tun wir ja eigentlich auch nicht. Dann nimm die. Ja gut, dann nehmen wir erstmal die. Da geht auch, glaube ich, erstmal nur die. Vermute ich mal so. Das könnte sein. Das ist natürlich möglich. Das ist nicht weit. Das kriegen wir schnell noch geregelt. Ich stelle mir die Vor. Oh je, dafür bekomme ich Ärger. Was ist damit? Revelio. Dafür bekommt ihr Ärger, das ist eine Quest. Mhm. Halt, 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 wohin? Teilen wir uns heute Abend. So. Treppe runter. Oh, wie schön das aussieht. Ja, ne? Boah. Musst du mal geputzt werden, die Scheiben. Revelio. Schön sieht das aus, echt. Achtung, schlecht. Achtung, jetzt. Ui. Oh. Oh, ein Schmetterling. Ah, schön. Die Lilie-Schmetterling. Ja. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Mhm. Brummguss-Zwiebeln? Oh mein Gott! Hilfe! Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo! Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Oh Gott. Oh, Sebastian ist sauer auf uns. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Ja, wir wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Ein Blumenkind, so war ja. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Das der ist, umsichtige was für mein Kräuterkundler Vater so fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Oh nein! Akio! Mal sehen, lass was wir für unsere fasrigen Freunde tun können. Das schreit! Was? Ja. Zuerst schützen wir unsere Ohren. Ich mag ihre Frisur. Ja, finde ich süß. Na klar, wir klemmen uns jetzt einmal Knoblauch in die Ohren. Nun, ja, so. Alle, gut so. Packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Nein, 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 nein. Das wird laut, Leute. Ah, 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 ah.
Oh, Scheiße. Oh, Maya. Schnell! Setzen Sie Ihre Alarmen in den neuen Topf und klopfen Sie die Erde fest! Und jetzt machen Sie das Glas wieder heil. Ripario. Ja, genau. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Ja. Riparo! Sehr praktisch. Siehst du, was habe ich gesagt? Das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, Ihre war etwas zu alt. Natürlich. Also gut, weg mit dir. Das haben Sie alle toll gemacht. Ja. Wieso war unsere zu alt? Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sprich jetzt mal mit ihm. Kannst du ihn ansprechen? Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Ah, was willst du? Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Ah, das ist schön. Revelio. Du sollst mit Frau Knoblauch reden. Ich rede ja auch mit ihr. Wann? Jetzt! Oh Mann, ich muss das doch alles einsammeln. Da ist doch was zum Einsammeln. Hippo greife wohl knöterig mit? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich wäre fast taub. Das stimmt. Fast wäre ich taub geworden. Nun ja, und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein. Mandragora. Also schützen Sie stets Ihre Ohren. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Ach ja, Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ja. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Ja, das muss sein. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumen-Arrangement abholen? Laune des Mittels. Und da lag doch auch irgendwas, ne? Ja, sie sich sehen. Liebe Frau Pesogralik, wie überaus aufmerksam von Ihnen, Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß, kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach Ihnen sind. Alles, was Sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein. Vom Bitterwurzel bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von Ihnen abschaut, während Sie unterrichten. Lenora vergöttert Sie. Ich bin mir sicher, das tun all Ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen, Eleanor Everlight. Was babbelt die da eigentlich die ganze Zeit? Ihr war doch eine Kiste, ne? Ja, Quatsch. Revelio. Ah, die ist da unten drin. Was ist das so? Du hast die Blätter eingesammelt. Ja. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Nimmst du manchmal andere Wege zum Unterricht, je nachdem, welche Porträts dort... Gut. Ich würde sagen... Da ist dein Tisch, wo du das einpflanzen sollst. Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für... Man sollte annehmen, Professor Garlic wäre vorsichtiger mit ihren Alraunen. Du bist auch so ein eingebildeter Patzke. Da ist dein Tisch rechts von dir. Ja, doch. Herr im Himmel. Sag doch nicht sowas. Pflanztisch freigeschaltet. So. Das Teil pflanzen wir jetzt ein. Und es wächst und gedeiht. Guck. Immer. In 9 Minuten ist es fertig. Sehr schön. Haben wir noch 9 Minuten? Gut haben wir gemacht. Nicht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Wer ist das wieder? Strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Ich kann es kaum erwarten. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Na toll. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Was? Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Nein. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen.
Das ist beruhigend. Was macht mein Schlänzchen hier? 8 Minuten. Ich will aber mindestens noch einmal kurz. Die Gläser dürfen nicht braun werden oder sich aufrollen. So, sonst war hier nichts. Übrigens, ne? Ein Zauberstab ist jede Menge ist keine gelbes Schaufel. Zeug, aber das. Blätter des Malvenkrauts. Jede Menge? Gelbes Zeug? Ja, da war noch eins rechts. Also es wenn gibt jetzt noch weiter gehst, Drachendung, falls er ihnen ausgeht. Greifen Sie also nicht kräftig da weiter. Zu. Sie dreht sich um. Ich sage, geh weiter und sie dreht sich um. Ja, in welche Richtung? Ich weiß ja nicht, in welche da, Richtung. Da, wo du gerade standst, soll. Da rechts. Die geht links. Ich so. Okay, wir müssen da raus eigentlich, ne? Aber die Tür oben ist so raus. Oben raus. Ja. Naja, gut. Okay, gehen wir oben raus. Hallo. Ja, hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Ja, du er bist... ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Ich geh vor, natürlich. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Du hättest genial. Auch noch was pflücken können. Oh. Tja, danke. Ja. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Hackett? Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Mhm. Revelio. Ravenclaws auch. Zumindest du. So, wo ist denn unser Kaulkohl? Hier runter, hm? Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Oh Gott. Lauf! Er beißt. Los, hol ein paar Kohlköpfe. Aber pass auf deine Finger auf. Ich hab mal fast den Daumen verloren. Schwester Blaney hat ihn wieder dran gemacht. Revelio. Aber glaub mir. Das willst du nicht erleben. So. Diese orangefarbene, rettichartige Frucht hängt kopfüber schwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Ah ja. Aha, die hier. Okay. So, so, gut, dann werden wir jetzt diese Kohlköpfe... Du brauchst die Puppe, ne? Ja. Du musst dann hier dieses Schwebezauber machen, genau. Du musst den Schwebezauber machen, damit die dran nagen können, oder nicht? Ich weiß nicht, ich muss die erstmal zu mir herholen jetzt, denke ich, ne? Ja. So. Wenn du sie jetzt weiter ranstellst... Damit sie dran nagen können. Ich glaube, wir werden mal, Was ist das denn mit der Feder da? So. Jetzt werden wir mal gucken. Idioso. Ja, wie ziehen wir das da runter? Mit Avak... Wie heißt das? Avaki oder so? Okay. Sammeln. Also die Puppe ist auf jeden Fall da. Schlaf, ich freue mich dir. Hände auf die Decke, echt jetzt? Warte mal. So, nochmal. Ich habe keine Ahnung. Versuch mal zu sammeln. Ja, siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Ach so, ich verstehe. Okay, also wir müssen den Kohl einsammeln und dann auf die Puppe schmeißen. Und jetzt auf die Puppe schmeißen. So, also was? L1 gedrückt und tippe auf R. Den Kohl da. Um das Werkzeugrad zu öffnen. Du hast 8 Kohl. Genau, und dann? Tippe anschließend auf L1, um deinen zu benutzen.
Ah, okay. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Ich habe es mir vorgestellt. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Ja, ja. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Ich fühle das so, echt. Lass dir Zeit. Ich habe mich schon so viele Menschen angelegt, weil die immer alles antatschen müssen. Ja, das stimmt. Revelio. Ach, das ist draußen? Ich fühle das so echt. Da ist so ein Kohlkopf echt gut. Jetzt ist die Frage, können wir überall speichern oder? Ich denke schon, ja. Weil dann würde ich nämlich sagen, dass jetzt Feierabend ist. Dass jetzt Feierabend ist für heute. Kannst du das vielleicht abschließen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, aber wir können das, mal. Ich würde die Quest tatsächlich abschließen. So. Warum springst du eigentlich die Türen immer wieder an? Ich verstehe es nicht. Weil mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich. Professor Fig scheint ja so gut wie nie in seinem Klassenraum zu sein. Sehr seltsam. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ja. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Ja, komm, ich... Zauberpflanzen sind faszinierend. Ja. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Ja, das, ja. Die ist so abgeschlossen. Ja, so ist es besser, dann ist das abgeschlossen. Genau. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause. So, ja. Ich würde auch hier stehen bleiben, weil ich mich eigentlich da auch nochmal umgucken würde oder so, da draußen. Ja, genau. Irgendwie. Ja. Revelio. Neuer Auftrag, ja. So. Ja. Gut. Dann gehe ich jetzt schon mal in den Endbildschirm. Ja, und ich speichere ab.